Bist du behindert? STG 77 oder lieber doch miteinander reden? Na, STG 77 modifiziert neu. Schau mal, ich koche dein Leibgericht. Guten Sonntagsbraten. Boah, danke für die Rezeptidee. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Ne, Bruno? Hi. Die Datei ist hier. Ich hatte sie fast. Pop, du nimmst Leute als Profilbild und guckst, wie sie reagieren. Mach sofort mein Bild raus. Ansonsten knallt es, aber kein Beifall. Ich hab meinen ersten Test halt zugekriegt in Englisch, nämlich. Was haben wir? Scheiße. Einkriegen wir das Minus, ist natürlich wieder mehr Fetzen. Ihr wisst, was das heißt. Ein gutes Zipfer und Fortnite Arena Cranton. Würdet ihr eher Simon Ungerficken oder Pumatra? Pumatra. Warum? Unger Dreadlocks am Cockeroni. Sag bitte nie wieder Cockeroni, Digga. Digga, ich kann nicht mehr. Wallabil, ich kann nicht mehr. Ich hab alles gegeben, ich schwöre, ich kann einfach nicht mehr. Deine Mutter, du bist nicht fremd. Ich schwöre auf meine Mutter, ich bin dir nicht Täglich 10 Minuten Brüste anschauen ist für deine Gesundheit genauso gut wie 30 Minuten Sport. Dann habe ich wohl heute schon 2,5 Stunden Sport gemacht. Ich liebe das Praktikum im Altersheim. Chat, pass auf, ich habe mal so viel Geschirr angehäuft. Das und jetzt pass auf, jetzt wird's richtig smart. Ihr nehmt euer Geschirr einfach und packt es in die Badewanne. Dann macht ihr einmal komplett Wasser rein, lasst es einweichen und dann spritzt ihr das einfach ab und dann ist es wieder clean. Dann pass auf, Chat, dann habe ich original ein großes Handtuch in meinem Bad ausgebreitet und diese Sachen aus der Badewanne einfach auf dieses Handtuch gelegt. Und dann war es am nächsten Tag trocken und dann habe ich es eingeräumt. Das ist so smart. Wenn ihr kein Geschirrspüler habt, macht es so. Ey, du trollst gerade, oder? Also ich wünschte tatsächlich. Entschuldigung, Sie haben was verloren. 3 Punkte gegen Frankfurt. Ganz neu. Wir haben einen ganz neuen Zuschauer, der schaut heute zum ersten Mal rein. Aiwa, Saf B, wo sind meine Canex? Oder sind hier nur Almans? Ja, Menjek. Kein Geld. Er fährt ein Polo. Meine Waschmaschine macht komische Geräusche. Hasse meinen Mathematiklehrer und wenn er noch leben würde, würde ich ihn ins Grab befördern. Warum? Weil er ein Arschloch war. Und jetzt habe ich Pfeffergas. Was hast du denn zu verlieren? Nur den? Das ist der billigste Pfeffergas, den man kaufen kann. Der kostet 3 Euro beim Pakistaner und der fickt seine Mutter. Jason muss im Hubs, nein. Er hat gar nichts gemacht. Also, er hat gar nichts gemacht. Okay. Ich will keine Panik machen, ich will auch keine Angst verbreiten, aber es macht auch keinen Sinn, einen falschen, naiven Optimismus zu verbreiten. Wir haben noch einige spannende und herausfordernde Wochen vor uns. Sprechen Sie auch Deutsch? Oh, very, very little. I have so much for you. This is for your form for you. Oh. I would backing Plätzchen. When you interest on me has, we can back together. Ich bin 89 geboren. Das bedeutet, ich bin 90, also 1990 ein Jahr alt gewesen. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter als das Jahr. Sprich, 90 ist eine 0, mein Alter ist eine 1. Sprich, ich bin ein Jahr älter als das Jahr.
Seit 2000 nehme ich die letzten zwei Zahlen. 2011 wurde ich 12. 2015 26. Das ist eine sehr einfache Rechnung, die für mich logisch ist und für mich Sinn ergibt. Die auch für euch Sinn ergibt, wenn ich euch erkläre, wie sie funktioniert.